Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen hier im Studio heute. Zum Glück, weil die anderen alle nicht können, ja, ist der Zill da, aber ist ja nicht so schlimm. Also wir haben jetzt, du weißt ja nicht, das Letzte, du weißt ja nicht der Letzte gewesen, den wir angesprochen hätten. Da war noch einer dahinter, ja, aber war cool, ist cool, dass du wenigstens da bist. Ja, das ist mir ja meine Freunde. Ist nur Nummer 12 auf der Liste, aber macht ja nichts. Besser die Nummer 12 sein als die Nummer 13. Richtig. Ja, genau. Der Till ist da, Till, von Till und seinem Vlog. Und ich bin da, ich bin der Sagi. Und wir haben heute, was für ein Datum? Ja, der 22. Juli. Ja, der 22. Juli, genau. Und heute hat Geburtstag, sag. George of Cambridge. George of Cambridge. Wobei, der hat ja eine ganze Reihe im Namen, weil... Es ist ja ein Prinz und Prinzen haben immer viele Namen. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Er heißt George Alexander Louis Mountbatten Windsor. Ja. Ja. Alexander Louis, also sozusagen. Genau. Aber ich habe jetzt irgendwie 25 Pippi Langstrumpf. Wie wäre das? Pippi Lotta Victualia, Holger Diener, Pfefferminzer. Ibrahims Tochter. Langstrumpf, genau. Das ist ein bisschen länger. Hat der George aber ganz schön geschissen dann gegen ihren Namen. Ja, er ist... in der Thronfolge ja auch nicht quasi... Nicht die Nummer 1. Die erste Leuchte, weil sein Vater so ist ja... So wie du hier bei Shoki Banoki. Aber sein Vater ist ja auch quasi nur auf Platz 3 der Thronfolge. Also ja. Von da an wird er wahrscheinlich... Es nicht schaffen. Verarmt irgendwann. Meinst irgendwo. Du? Nee, das glaube ich nicht, aber naja, gut. Ja, aber am 22. Juli ist 1974 mein Geburtsjahr. Übrigens, ja, ist das Umweltbundesamt in Berlin eingerichtet worden unter Protest von der UdSSR und der DDR. Da frage ich mich jetzt, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Mit der UdSSR und DDR? Nein, zwischen deinem Geburtstag und der Einrichtung des Umweltamtes. Ja, die haben gesagt, Mensch hier, der Sashi kommt bald, das muss ja vorher gewesen sein, weil ich bin ja am 24. Dezember übrigens geboren worden, also sehr spät im Jahr und ich glaube nicht, dass sie zu Weihnachten das eingerichtet haben oder nach Weihnachten und von daher muss es vorher gewesen sein und die haben sich gedacht, Mensch, wenn der Sashi bald kommt, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Umweltamt, weil dann... Dann geht's los. Genau, ja. Aber am 22. Juli war was noch? Wir haben noch ein Geburtstagskind. Neue Geburtstagskind? Ja, und zwar eine Schriftstellerin, eine russische Schriftstellerin, und zwar Karolina Pavlova. Karolina Pavlova, La Doppia Vita. Ah. Ja, das ist ein Buch von ihr übrigens. Hast du gelesen? Natürlich nicht. Ja. Und am 22. Juli ist auch der Staatsfeind, der damalige Staatsfeind Nummer 1, 1934 in Chicago erschossen worden von FBI, John Dillinger. Ja? John Dillinger wurde im Biograph Theater, ja, wurde er erschossen in Chicago natürlich und war damaliger Staatsfeind Nummer 1. Hier sehen wir. Warum? Ja. Weil er. Ich meine, nur an den Ohren kann es nicht liegen. Weil die Kugel ihn durchbohrt hat. Nein, ich meine, warum war er Staatsfeind? Ich meine, es kann ja nicht nur an den Ohren liegen. Du stellst mich mal Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das ist doof. Ja, ich hätte. Schreibt es in die Kommentare. Wenn jetzt einer so schlau ist dann, und ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Wird bestimmt interessant sein. Auf jeden Fall ist der Dillinger erschossen worden. So, fertig. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen, sage ich da. Oder Till? Ich komme nicht. Tschüss.